Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir begrüßen euch ganz herzlich im Lazy Farmers Projekt auf der Tiroler Alpenwelt 1.2, glaube ich. Mit dem Freezy. Hallo. Dem Steini. Hallo. Dem Rainer. Hallo. Und mir. Hallo. Diese Motivation Hallo. Schon wieder. Die Leute feiern die Anmoderation. Ja. Ich glaube, hier von der zweiten Wiese kriegen wir meist mehr Ertrag runter wie von dem einen steilen Berg da. Und wir nicht alles liegen lassen. Also hier ist jetzt praktisch alles weg. Echt? Ja. Das hier geht ja so geil mit dem Zeta hier. Perfekt. Boah, der Dolz packt das aber hier, hätte ich nicht mit gerechnet. Das war nämlich so steil, da habe ich gedacht, nee, das wird nichts, aber ich schäme mich gerade ein bisschen, dass ich an meiner Marke gezweifelt habe. Gehst aber jetzt mal eine Stunde in die stille Ecke. Ja. Im Stich. Das ist ja bombenhaft geil hier. Tom, hat es unten noch? Ja, nein, Gras hat eben noch. Es hat nur noch Gras hier, ja. Haben wir ein Hofsilo? Also, ein, Fahrsilo. Fahrsilo? Ja, das wäre bei der BGA unten, glaube ich. Wir könnten aber auch Ballen machen, oder? Etageballen? Ja. Aber am besten viereckige, weil die runden Ballen. Ich wollte gerade sagen, lass mal am besten Rundballen machen. Die können wir dann ins Dorf holen. Wollte ich gerade sagen, die können wir durch die ganze Map suchen. Dann brauchen wir keinen Ballen machen. An Ostern können wir ein Ballensuchspiel starten. Ja. Zu Ostern dann. Ja, genau. Hat er gesagt, du sollst Ballen in den Stotzigen Salat? Was für ein Salat? Lieber auf der Presse oben hocken als am Hocker oben Presse. Das ist mir doch zu schnell. Kannst du runterrollen lassen hier, ey. Läuft, ey. Ballenwettrennen, wenn der Ball ist schneller runden. Ist die Balle schneller als wir, wenn wir laufen? Gibt in der Schweiz so einen Wettkampf, da wird oben ist ein geiler Hang. Dann wird oben ein Käseleib losgeschickt und die Leute springen dem hinterher. Ziel ist es, schneller zu sein als der Käseleib. Und? Hat schon gewonnen? Noch nicht Essen, mitgemacht. Essen spielt man auch nicht. Und ich glaube, der zuerst oder der vor dem Käseleib unten ankommt, darf ihn behalten. Oh, toll. Da gibt es richtige Wüstebilder dazu. Also da, so wie der Leib runterrollt, so rollen auch die Leute runter. Also kreuz und quer und Knochenbrüche vorprogrammiert. Was, echt? Ja. Eieiei. Gibt's das bei euch auch mit den Motorrädern da, die Steilhänge hochrennen? Ja. Das kriege ich nochmal zu sehen, hundertprozentig. Bei uns gibt's das in, ja, 3-4 Dörfer weiter hier in einem kleinen Städtchen. Ich habe da mal in der Altstadt ein Motorrad gesehen davon, auf einer Raststätte. Die hat Reifen drauf. Ich glaube, Alter, was ist denn mit dem Ding falsch? Da hat der Typ gesagt, das ist für so Steilhänge. Da muss man gucken kommen, das ist perfekt. So, wo muss ich jetzt hin? Du bist bei 33, Spiele, ne? Ja. Ah, das Ding hat doch noch Colli. Ach, jetzt schwartet er das nicht mal. Unglaublich. Alles muss man selber machen. Ja, ich? Ja, du? Ich fahr doch dann jetzt, oder nicht? Alles muss man selber machen. Unglaublich. Rainer ist nicht mehr das, was er mal war. Nee. Wenn er mal was war. Wenn er mal was war, ja genau. Ich wollte gerade sagen, was soll ich da geändert haben, ne? Wo fahr ich denn jetzt überhaupt hin hier? Bin ich falsch?
Oh yeah. Boah, ich dachte gerade, was ist jetzt los? Ich hatte auch jede Menge MS. Achso, neues Fahrzeug, okay. Ich dachte gerade, was ist jetzt los? Ja, ich dachte jetzt hier Internet weg oder so, ey. Ja, Tommy, jetzt schwartest du hier oben nicht mal. Doch, komm her! Streitet euch nicht. Mitnehmen. Wenn ich da wieder ohne Frontlader komme, heulst du auch wieder rum. Was ist mit dem Frontlader? Ja, so einen schönen Glas habe ich jetzt gedacht, nehme ich noch mit. Also ob er schön ist, weiß ich nicht, aber ist halt einfach ein. Wo sind die Einfahrt von der Wiese da? Ihre muss man ja auch selber machen. Diese Glas haben wir auch noch nicht so oft gesehen. Was für einen hast du denn? Arion 440 mit Panoramadach und Zwillingsbereich von hinten. Panoramadach, ja moin. Das ist doch für die für den Frontal arbeiten, ne? Wo bist ja. du denn da reingefahren, Friese? Wie komm ich denn unten auf die Wiese? Da rechts, die durch den Wald oder Weg runter. Ja, den Weg da runter. Komm rein, fahr. Jo, schnell geht er nicht drüber. Ah, ich meinte, du wärst direkt gekommen. Ja, nee, ich weiß jetzt nicht, wo er da runtergekommen ist. Hier ist so ein Seitenweg. Du kannst aber auch vom Hof rein direkt auf die Wiese auffahren, wenn du willst. Ja, da geht er steil bergab, ja. Geht auch, ja. Ja. Warte, ich komme nochmal zum Seitenweg hin. Hier oben gibt es keine Möglichkeit, Gras auszuladen, Dome, oder? Hier, Rainer. Ich bin kühn. Rainer. Ach, da, okay. Alles dann, da, alles da. Aber Kühe sind okay. Schon voll Stein, ich glaube. Ja. Boah, frick. Ohne Witz, ey. Muss aber aufpassen. Geht aber ab, ey. Leck mich am Arsch. Ui. Aber ein Silo hat es hier nicht, oder? Ich glaube nicht, müsste man platzieren, vielleicht ja, könnte... Ein normales Hofsilo. Ah, ich weiß was. Habt ihr so ein Multifruchtding oder so? Ich hab was, hier oben hat es glaube ich eine Heutrocknungsanlage. Wäre noch besser. Alter, das hier ist richtig geil. Ja, ne? Klipp-Scholli. Das ist geil. Also wenn ihr noch mehr Mods habt, die uns... Spaß bereiten könnten, also vielleicht kein Minenbagger, der bereitet uns vielleicht schon Spaß, aber brauchen wir nicht unbedingt hier. Vielleicht so Bergfahrzeuge, rein in die Kommentare damit. Ja. Ja, vor allen Dingen so Maschinen, die auch vielleicht in der Schweiz oder so oder eben österreichischen Bergen. Genau, in den Bergen benutzt werden, ne? Wie der Lettner da und der Krempel, das ist ja von sowas, ne? Ja. Hab ich schon mal gesehen. Halt. Dinge, die typisch sind für diese Map. Ja. Also für so eine Region. Ja. Oh, Jungs, also, was macht ihr da unten? Kohlenbagger oder so, eher nicht, so hätte ich jetzt mal so gesagt. Ja. Guck dir das mal an, ey, der zieht hier an einem Stück hoch, ohne mit der Wimper zu zucken, ey, das ist doch. Es geht hier runter. Ja. Ach du Scheiße. Das hab ich mir auch gedacht. Boing. Aber das in der Innenansicht, das ist... Das ist wirklich heavy. Hort. Wo seid ihr überhaupt? Unterhalb des Hofs. Der 33. Ah. Komme auch. Ich komme wieder hoch. Ich möchte mir das anschauen kommen. Was runtergeht. Schafft er auch? Da kennt er nichts, der Deutz. Da kennt er nichts. Oh, Stein hier. Ja, ich bin eben in einem Zug hochgefahren auf der anderen Seite. Ich dachte, müsste ich irgendwie drehen oder so. Nix. Perfekt. Und hier die Milchbahn. Ich glaube, die hat sogar Funktion. Bin mir aber nicht ganz sicher. Die Milchbahn? Dann müsste ja. Aber neu sein. Beim letzten Mal hat sie, also bei der letzten Version nicht. Ja, wie gesagt, bin mir nicht ganz sicher, ob sie es hat oder nicht.
mega nice, ey. Den 130er, der bräuchte schon den Sound aus deinem hier. Der ist ein bisschen leise, das Ding. Guck mal, wie der hier hochfährt, ey, das ist Wahnsinn, guck mal. Ohne mit der Wimper zu zuckeln. Der verliert noch nicht mal an Geschwindigkeit groß hier. Das ist schon heavy. Findest du geil, schaut, sagst du, ja? Ja, der ist wirklich cool. Schau dir das beim Widow King, die Abwelle nicht animiert ist. Das geht runter. Holla die Waldfee. Was ist denn da, Domme? Alles gut? Ja, es ist halt klar, es ist kein Deutsche und kein Fan. Soll ich dir helfen, oder was? Nein, lass mir nicht von einem Deutsch helfen. Grundsatzprinzipien. Bist du da jetzt am Schwarz? Nein. Aber kann. Er hängt fest. Was machst du da am Zaun? Wollte nur die Aussicht genießen. Zaun bauen. Soll ich da schwarten, Steini? Ja, von mir aus. Oh yeah, das feier ich hart, das feier ich hart. Hast du gedacht, ich rutsche rein? Nö, nö, ich wollte nur den Vorfahren haben. Nö. Links, ne? Ich hab gedacht, das wird sonst nichts. Aber ich kann die Arbeitszeit ja nicht ändern. Aber nur links. Probier mal mit der Maus. Nö. Und klappt das alles, Ole? Ja, wunderbar. Gut. Perfekt, Mann. Welcher Deutsch macht hier einfach so einen riesen Mais? Ich glaube meiner. So, wo gehen wir denn jetzt hin? 32,35, ne? Oder 34? Hä? Was ist noch der 34? Ach, krass. Da unten, das kleine Ding da. Können wir natürlich auch tun, ne? Aber da muss ich eh zum Hof hochfahren. Habt ihr die anderen Felder schon leer, oder was? Nee. Nö. Achso. Kannst auch noch sammeln, Freezy, da Lindner steht oben. Entschuldigung, Steini. Weil ich schon mal gleich noch den Spaten, oder habt ihr beide schon hier, ne, oder? Nee. Natürlich gleich noch mit Spaten hier, nicht helfen. Ist's eine Trocknungsanlage, Steini? Ich weiß nicht, ob du kannst auf alle Fälle Gras reinpacken. Ja, die 34. Ja, komm mal. Das ist ja... locker. Ja. Wo ist denn da die Herausforderung? Oh, jetzt wäre ich fast zu weit rückwärts gefahren, dann wäre es runtergegangen. Ups, sorry. Ja,
Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei. Und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.